Sind sie offenbar. Relativ unsterblich oder nicht. Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Oh, wie geil. Get launched. Willkommen zum Finale. Vielleicht mache ich es in zwei Teile, Part 1 und Part 2. Mal schauen, wie lange es wirklich dauert, der Kampf hier. Es kann auch sein, dass wenn ich das Level Up mache, hier bin ich, dass ich zurück ins Depot gehe und mir meine Eisfähigkeit verbessere. Das kann sein. Aber wir werden mal schauen, wie lange das Finale wirklich dauert und ob es auch das richtige Finale diesmal ist. Ich dachte schon beim Point of No Return, bei der Mission, dass das das Finale sein sollte. Ah, mein Sohn fehlt. Das fehlt. Ach, wir haben ja ein schönes Bild von ihm, das wir uns anschauen können, wenn ich es finde. Nein, werde ich nicht tun. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch mal überlegen, was ihr von Elex als nächstes haben wollt. Zur Verfügung stehen. Elex 1 weiterspielen. Da bin ich aber Part 30 oder 32 von meinem Playthrough habe ich aufgehört, damit ich Elex 2 anfangen kann. Also Elex 1 könnte ich noch weiterspielen. Dann, was ich noch vorhabe, ist die anderen Fraktionen in diesem Spiel zu spielen. Also wenn dann zuerst Morcons oder ihre Gilde hier, Outriders, Outlaws, viel Outriders im Kopf. Was auch noch wahrscheinlich kommen wird in der Zukunft, ist ein Outrider-Let's Play, wenn wir schon von Outrider spielen. Und andere Sachen in diese Richtung habe ich geplant. Futuristische postapokalyptische Let's Plays. Aber, wenn jetzt mein Recording passt, schaut gut aus, schaut gut aus. Let's go. Wir erwarten deinen Befehl. Wir vorrücken. Vorrücken. Jawohl. Zum Wohle Magalans. Prost. Let's go, Team Berserker. Oh, schau, Fox voraus. Die epische Battle-Musik haben sie schon gestartet. So wie es ausschaut, helfe ich jetzt jedem meiner Leute bei seinen eigenen kleinen Fights. Ach, wegen den Dinger. Ich renne mal durch und mache sicher, dass nicht jeder mich nur anschießt. Ah, da ist noch wer, der schießt. Manche von den Schilden nur. Wie der da. Der ist freundlich. Du da hinten. Mist. Oh Mist. Wegen der Ding ist auch da. Drin. Ich hoffe, ich habe genug Shotgun Money mit. Gute Arbeit, Kaya. Kaufen wir. Ah, der hat einen Namen sogar. Alles klar, jo. Relativ unsterblich oder nicht. Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Ah, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal Prinzipale töten. Das sind anscheinend zu viele Gegner auf der Map, dass manche einfach nur chillen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was blinden sollte. Nein, keine Granate werfen, Alter. Ich will mal Eisschaden fressen, wenn Fire wieder total verfehlt. Und schon Fox. Sehr schön. Gutes Teamwork.
Kaya, wir müssen über dein Ziel reden. Miserabelst. Echt jetzt. Oh, Tiar, bist Schnee. Also die Schrotflinte bei dem. Bei dem auch. Oh, hat sie getroffen. Unglaublich. Ich lasse nochmal. Oh, der klitscht in der Luft rum. Das ist schier für die Augen. Da. Zurück. Stehst du schon? Die Mitkommen? Mit denen reden kann? Jetzt nicht, wir sind im Krieg. Solange die Schlacht um Marakor anhält, habe ich meine Aufgaben. Ich hoffe, ihr kommt mit. Und das ist das nicht wahr. Alles klar, Mann? Marak, geh nicht so leicht. Ich werde versuchen, deinen Rückzug zu sichern. Mögen unsere Opfer nicht umsonst. Wir brauchen nicht reden. Wir schauen einfach mal, wer am nächsten ist hier unten. Cesar Tag. Alles schon nach der Reihenfolge, wie es ausschaut. Und die stehen da einfach nur. Ah. Komm schon, Separatisten. Diesen Ding werdet ihr wohl fertig. Nicht hoffen. Dafür wirst du nicht bezahlt. Überraschend, dass sie die Separatisten noch zum Schluss ein bisschen reingedrängelt haben. Aber wirklich, so viel sind sie in der Story davor nicht vorgekommen. Ich habe gerade den Typen da angeschossen. Okay, rede mit mir, Mann. Und so ist es wieder einmal soweit. So, wir sind bereit und warten auf deinen Befehl, die vor uns liegenden Stellungen des Giants anzugreifen. Vorrücken. So sei es. Los geht's. Okay, okay. I follow. I follow you, deep sea, Sister. I follow you. Dieser Gewehr bloß, das ist eine Shotgun. Ich stelle mich einfach dazu rein zu denen, als würde ich dazugehören. Mir gefällen die Rüstungen in Gelb eigentlich besser als in Weiß. Schaut fast besser aus. Wow, da war eine Granate dabei. Ding. War doch ein Kurator, oder? Ja, Hetzer. Und kleiner Hetzer. Den haben wir hier noch. Die Rüstung schauen nur halt ein bisschen ähnlich aus zur Zeit. Los. Ein Prinzipal weniger. Wer ist der Nächste? Ich hab gerade eine Granate geworfen. Nein, keine Granate werfen. Böser Kurator. Auf den Boden mit dir. Hau drauf! Guter Junge! Zum Teufel war das gerade. Wer hat da noch Granaten geworfen nach seinem Tod? Hatten die Macht der Typ? Alles klar, Bro. Dieser Teil des Landes sollte nun sicher sein. Jetzt gilt es, das Zentrum auszuschalten.
Wir halten hier die Stellung. Ah, wirklich. Das ist hier Breie, Iniz. Gehen wir zu Klack. Hängt, wir sind da alle ziemlich faul. Lass mich wieder die Arbeit übernehmen. Der wird doch hier oben sein und nicht hier unten. Ah, da muss ich einen anderen Weg rennen. Ich dachte, die kommen den ganzen Weg mit jetzt. Aber nein, die stehen da einfach nur. Lass uns Jax wieder den Rest übernehmen. Mach das Ding weg. Aber es ist gut zu wissen, dass ich dann ohne Probleme raus teleportieren kann. Und einfach mal ja, dann meine Eisfähigkeit verbessern. Und der Raptor. Ist nicht mehr getürnt. Und hier drüben geht's weiter. Ohne Unterstützung, wie es ausschaut. Ui, das hat richtig Schaden gemacht. In Deckung bleiben. Chillen wieder. Extrem gechillt. Der Typ, der durch die Wand gesprungen ist, nicht. Lass man anscheinend einfach die Hetze mal vormachen. Vormachen, meine sterben. Wir nutzen die Deckung aus, da wir hier anscheinend keine Unterstützung haben. Einfacher Hetzer schaltet uns fast aus. Und wir sind wieder passiv. Ein bisschen Tränke sparen. Wird wohl nichts mit Tränke sparen. Pusht der? Ich glaube, da habe ich die Granate fliegen gesehen. Okay. Pushen wir nach vorne. Überraschung! Der scheint mit einem Schwert raus. Ein Zepter. Meine ich. Ein pinkes Zepter mit einer Kugel dran. Dafür, dass sie so lange im All waren, machen ihre Waffen nicht wirklich viel Sinn. Nein. Dieser Prinzipal hat es hinter sich. Wer ist der Nächste? Weißt du, was das heißt?
Kurze Unterbrechung für mehr Blitzzauber. Blitzzauber. Das meine ich nicht. Ah, perfekt. Perfekt. Taktisch. Dass ich zum nächsten gleich teleportieren kann dann. Ah. Taktische Upgrade-Pause. Wir hatten schon Stress. Ich nehme mal ein Bot mit. Wie stark wird dann mein Blizzard? 900. Puh, da kommen wir nicht mehr hin. Ende Gelände. Back into the fight. Wen haben wir da? Bully und Fark. Was für ein Traumteam. Oder Mann. Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied merke. Nicht rechtzeitig gedodged. Überhaupt nicht jetzt. Ich einen großen Unterschied? Nicht ganz. Ah, okay, doch, doch. Auf den Boden mit dir. Na, wo sind meine Leute? Da unten. Da unten ist doch nicht der Fight. Sind die überhaupt in einer Zone, wo ich die holen kann? Ihr tratscht doch nur. Was ist hier los, Falk? Gut, dass du da bist. Ich warte nur noch auf den Befehl, um loszuschlagen. Vorrücken. Aber gerne. Mitkommen, Bulli. Na, geht doch. Na, geht doch. Euch schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Ah, bei den nächsten Gegnern probieren wir dann den Einschlag. Ich hol mir den, ihr macht den Rest. Das war kein guter Anfang. Kannst du mal? Komm schon. Warum zitterst du jetzt so rum? Kein zu wenig Ausdauer für Magic? Verdammt. Ich schätze, das lag an der Ausdauer. Stamm ihn zu Tode. Er killt da mal entspannt. Und weiter mit Eis. Get launched. Ich schau einfach weiter drauf. Hat er eine Granate geworfen? Hat er. Und ich habe bald Eisschaden unnutz gemacht. Nee, du wirst noch eine Granate, Bulli. Wir rennen dann mit dem Schwert. Ich bin schon in der Ecke. Komm schon, Bulli. Können Sie auch ein Bar? Relativ unsterblich oder nicht? Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Oh, wie geil. Wenn ich die zwei nicht mitnehmen, ist so episch, dass du. Das wusste ich gar nicht, dass die so gut abgehen zusammen. Oh!
glaube, ich soll mir sollte mich nach einer Mord umschauen, mehrere Begleiter mitzunehmen. Fuck, der Captain. Tja, das war eine wertvolle Erfahrung. Zeit, um die Umgebung zu sondieren. Bin schon gespannt, wie du dich im Hauptformer schlagen wirst. Viel Erfolg! Mitkommen. Zeit. Nein, nicht mitkommen. Hey, du! Was denn? Das war's schon? Egal, ich halte hier die Stellung. Sieh zu, dass du den Hauptformer erledigst, klar? Oh, ich hätte so gern wenn mitgenommen. Ist ja ein Dream Team. Geradezu. Oh, das Launchen war so geil. Ah! Alter. Ich dachte, er haltet die Stellung. Oh. Von wegen, ich halte die Stellung. Oh. Krasse Lüge. Krasse Lüge. Roni und Ned. Was ist denn das für ein Team? Armer Roni. Muss ich mit Nesti. Abfinden. Was bist du Schönes da unten? Rüber da. Das ist wie ein Mini-Konverter. Was Cooles hier? Auto! Ah, nichts Cooles hier, wie es ausschaut. Okay, wo sind meine Jungs und Mädels? Hier drüben. Über Crony. Ich hoffe, dass der, wenn dann mitkommt. Oh, Nyra auch und Vater. Alles klar. Mitkommen. Mitkommen. Yes. Solange die Situation in Marakor nicht gelöst ist, lohnt es sich nicht, auch nur ein weiteres Wort zu verlieren. Ich sollte jetzt besser meinen Platz in der Schlacht einnehmen. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im Kreti. Komm schon, haben wir jetzt nichts Wichtigeres zu erledigen als zu quatschen? Die Skyans in Marakor warten darauf, geschlachtet zu werden. Also Frisur klitscht noch immer, Mädel. Vater. Die Situation ist brenzlig. Es ist wie ein Pulverfass, was kurz davor ist zu explodieren. Wo bleibt der Befehl, um loszuschlagen? Vorrücken. Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Und los! Oh, Vardek musste mit Nesti und Nyra da warten. Das ist die wahre Bestrafung für meinen Vater. Nein, wollte ich Blizzard auswählen und ich trinke mal was. Blizzard! Hier. Oh, nein! Ach, Mist. Das war nutzlos. Das war nutzlos. Ein bisschen besser kommt es mir schon vor. Meine Schrotflinte. Da explodiert doch schon alles. Auf den Boden mit dir. Weg die Waffe weg. Ja. Yeah. Oh, super Kick, Nyra.
von Myra. Den gönnen wir uns. Den werden wir ans Ende der Map schießen. Ein Prinzipal weniger. Das sollte der letzte gewesen sein. Na, ich sollte natürlich darüber informieren. Ich muss zurückgehen. Oh, was für eine Logik. Dass ich rückwärts gehen muss. Das wird mal fertig gelootet, während Nyra da nur steht und chillt. Ah ja, doch. Angreifen, okay. Jetzt wo ich es gesagt habe. Oh, Level ist down. Superkick. Ah, so nasty geht ein. Das schaut nicht so entspannt aus. Sehr gut getämt, diese Nasty. Oh, und ihr Kopf ist auch ein bisschen in den Körper verschwunden. Einmal hat sie keinen Hals mehr. Okay. Solange die Situation in Marakor nicht gelöst. Ja, du hast nichts zu sagen. Verstehe. Wir halten. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meinen Beitrag leisten kann. Geh nun und beende es, mein Sohn. Hast du auch was zu sagen, Nasty? Wo ist sie? Ah, hier. Wieder auf den Beinen. Komm. Okay, nichts zu sagen. Was ist der schnellste Weg zu ihm? Wer ist das? Tiark, er ist schon drinnen, oder was? Mal schauen. Das ist ein breiter Weg. Gehen wir zum Teleporter. Vielleicht ist der auf dem High Ground. Oh, wen haben wir mit Crony, oder? Gut, gut, gut. Mit und jemanden. Ich glaube nicht, dass ich am richtigen Weg bin, aber. Nein, das schaut nicht nach richtigen Weg aus. Das schaut nach Weg runter aus und nicht drauf. Dann die andere Seite. Wichtige Loot. Ein Heiltrank. Der könnte gebraucht werden. Hier weiter. Mädchen sinkt im Hintergrund wieder. Die kleinen Fights werden ignoriert. Und wir schauen einfach nur, wie wir den Weg rauf finden. Schaut ein bisschen besser aus. Diesen Monster haben wir schon 10.000 Mal bekämpft. Eine kleine Hütte. Naja, das zählt nicht wirklich als Hütte. Bruno ist auch extrem gechillt. War das der Haupteingang? Hier ist der Haupteingang, oder? Ja, das schaut mir nach. Ich glaube, dass ich den Haupteingang gerade nicht so gut finden werde. Er ist vielleicht einfach ganz oben. Ah, so viele nervige Gegner. Beachte mich nicht. Nur auf der Durchreise. Ich kann nicht den ganzen Berg voller nerviger Gegner bekämpfen und Shotgun-Muni dann noch haben. Oh.
Thumbnail Crony. Komm, komm, stell dich hinter mich. Ah, Mist. Nein! Auf zu fliegen, Jax. Oh, du Verrückter. Ich wollte doch nur ein Thumbnail. Warum bist nur du hier? Was soll das? Okay, gehen wir es noch einmal durch. Lass mich mal kurz überlegen. Ich schätze, wir haben die größten Probleme in Marakor eliminiert. Ja, sehe ich auch so. Es scheint so, als hätten wir den großen Ansturm auf unsere Länder tatsächlich abgewehrt. Wir werden den Rest noch aufräumen und uns bald wieder um unsere Belange zu Hause kümmern. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns zu Hause. In unserer Bastion, Commander. Fehlt jetzt noch der Hauptformer. Das Ding wird wieder neue Biester und Kämpfer hervorbringen, wenn wir das nicht verhindern. Ich werde mich darum kümmern. Da habe ich keine Zweifel. Du bist der größte Feldherr, mit dem ich jemals in die Schlacht gezogen bin. Viel Erfolg und das gewisse Quäntchen Glück bei deinem Vorhaben. Du wirst es brauchen. Die Pforte des Hauptformers lässt sich nur über Kontrolleinheit 0 steuern. Ja, ich weiß. Wir müssen Cassandra irgendwie überwinden, wenn wir hier rein wollen. Okay. Sag nicht, dass ich Dex abholen muss. Oh Gott. Was macht das jetzt wieder für einen Sinn? Ich bin genau vor der Tür und muss jetzt zurück meinen Sohn abholen. Verdammt. Vater! Mein Junge, was machst du hier? Solltest du nicht... Ich muss mit dir sprechen. Ich habe schon wieder diese Stimme der Geister gehört. Was zum... Wovon sprichst du? Ich war doch in Tavar, in der Nähe des Formers Epsilara, wie du weißt. Und da habe ich diese merkwürdige Präsenz vernommen. Ich habe dir doch davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Du sagtest, dass da irgendwas sei, aber... Das war doch nur... Es ist wieder da, aber dieses Mal kommt es von woanders her. Sie sind wie Geister, die sprechen. Ich höre ihre Stimmen. Na gut, du hörst Stimmen und was erwartest du jetzt von mir? Ich muss dorthin. Wir müssen dorthin. Na schön. Könnte ich vorher noch den Grund erfahren? Ich weiß, das hört sich jetzt etwas verrückt an, aber... Ich glaub dir ja, du bist Kaias und mein Sohn. Und was das bedeutet, können wir ja noch gar nicht abschätzen. Außerdem sind in letzter Zeit so viele verrückte Dinge passiert, da überrascht mich gar nichts mehr. Aber ich habe unheimlich viele Dinge zu erledigen, mein Sohn. Ich weiß, aber ich glaube, es ist wichtig. Was sagen diese Stimmen denn? Wovon sprechen sie? Es sind immer nur Bruchstücke. Nie ganze Sätze, aber... Sie sagen so Dinge wie analysiere, Marschbefehl, Truppenbewegung oder Sensorenreichweite, Algorithmus oder Kontrolleinheit 0. Warte mal. Hast du gerade Kontrolleinheit 0 gesagt? Das ist die Kennung von Cassandra, dem Zentralrechner des Hauptformers in Marakor. Ja, ist halt so ein Zeug, was deine Drohne immer von sich gibt. Du willst mir damit sagen, du kannst hören, wie die Zentralrechner der Former miteinander kommunizieren? Ich weiß nicht genau, aber ja, es scheint eine Art Kommunikation zu sein. Das ist noch nicht alles. Ich kann hören, woher eine Stimme kommt und ich kann auch hören, in welche Richtung sie spricht. Die letzten Tage zum Beispiel hörte ich immer wieder eine dieser Stimmen ganz oben aus dem Norden. Und sie sprach in Richtung einer dieser großen Former in Ignadon, auch ganz oben im Norden. Du meinst also, Cassandra versucht Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Das würde Sinn ergeben laut deiner Beschreibung. Vielleicht. Ich habe das Scheißding schon abgestellt. Sollte Cassandra tatsächlich versuchen, Alphara zu rufen, dann wird es nicht mehr antworten können. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Wirklich?
Wenn du den Datenverkehr wirklich abhören kannst, dann können wir ihm vielleicht unbemerkt ein paar wichtige Geheimnisse entlocken. Das könnte kriegsentscheidend sein. Ich werde mein Bestes geben. Was genau hast du denn vor? Ich will nicht ganz in den Norden, aber ich will mir den Former ansehen, an den sich die Stimme richtet. Ich verspreche mir davon, dass ich sie dann besser verstehe. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich hab da was für dich. Die Kleriker haben echt cooles Zeug. Eigentlich müssten sie damit viel mehr bewirken können. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Hier, für dich. Das habe ich bei ihnen mitgehen lassen. Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ja, klar. Danke. Du willst also in den Former Alfara. Also gut, ich werde dich dorthin begleiten, auch wenn es riskant ist. Wenn es stimmt, dass du die künstliche Intelligenz Cassandra abhören kannst, könnte uns das immens helfen. Großartig! Dann machen wir uns sofort auf den Weg, ja? Du wirst tun, was ich dir sage, und nichts machen, was wir nicht vorher miteinander besprochen haben, okay? Ja, Vater! Wann geht es los? Ich kann es kaum erwarten! Ich würde sagen, du gehst mit Aska schon einmal vor in das Umland von Alfara und ihr wartet dort auf mich. Vielen Dank, Vater. Ich bin mir sicher, dass sich das Risiko lohnen wird. Das hoffe ich. Bis später. Oh, was? So, mein Sohn ist auf dem Weg zum Former Alfara. Zeit für ein paar weitere Vorbereitungen. Doch sollte ich mich damit beeilen und Dex nicht allzu lange alleine lassen. Wir drehen uns immer wieder in denselben Kreis. Wir sind schon 10-mal bei jedem Former gewesen. Und wir waren schon vor dem Haupttor. Und jetzt müssen wir nochmal 10-mal herumrennen und es passiert nichts. Was ist hier los? Warum geht hier nichts weiter? Ich dachte, wir sind schon im Finale. Wir haben schon den Hauptkampf gehabt. Und jetzt gehen wir nochmal alles durch anscheinend. Keine Angst, ich renne dir schon nicht weg. Selbst wenn. Oh. Verdammt. Verdammt. Goddammit. Oh. Und jetzt müssen wir das mit dem Kind auch noch machen. Oh. Das ist ein bisschen anstrengend gerade. Luftdruck und Temperatur im normalen Bereich. Vater, da bist du ja. Es ist, wie ich es sagte. Die Geisterstimme aus Marakos schon viel lauter hier draußen. Kannst du Cassandra jetzt besser verstehen? Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. Oh. Na gut, das heißt, wir müssen da rein. In den Formern ist es leider sehr ungemütlich. Also halte ich immer in meiner Nähe auf. Das mache ich. Lass uns keine Zeit mehr verschwenden, damit wir hier schnell wieder wegkommen. Ich klebe an dir dran wie eine Klette. Oh, das hat nicht sein müssen. Jetzt weiß ich, was die Leute damit meinen. Dass das mit Dex einfach nur unnötig ist. Wäre mir lieber gewesen, wenn Kronig sich einfach reinhackt. Sein Begleiter bleibt zurück. Okay, hat auch viel Sinn. Warum haben wir ihn mitgenommen? Wäre mir lieber gewesen, wenn Kronig sich da einfach reinhackt und fertig. Und weiter geht's. Stattdessen. Ich kann auch nicht ganz genau bestimmen, wohin die Stimme von Cassandra gerichtet ist. Aber ich werde es versuchen. Stattdessen, wir rennen wieder einfach zu Fuß rein zum 10. Mal. Komm schon, Kleiner. Erledige ein paar. Oh, stürmen da zum 10. Mal durch. Ah, okay, ist erst das 3. oder 4. Mal. Und werden wieder eine kleine Cutscene rausbekommen. Und wenn das gleiche jetzt bei jedem Former nochmal so durchgeht, dann haben sie das Ende wirklich ein bisschen verkackt hier. Da hat keiner drauf Lust, dass er 10-mal durch die Former durchrennt und jedes Mal ein bisschen was weitermacht. Ja, okay. Krone ist schon mal hier. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Wo ist das Kind? Ah, mein Kopf. Komm schon, Dex. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
kleinen Beine sollen dich her bewegen. Hier ist es. Hierhin richtet sich die Stimme von Cassandra. Sie tut es also immer noch. Die ganze Zeit über. Als wollte sie irgendetwas Bestimmtes hier. Es ist diese Kapsel dort. Ah, das Ding sieht so ähnlich aus wie die Kapsel, in der Dawkins jahrelang gesteckt hat, als er noch der Hybrid war. Cassandra versucht ständig, die Steuerung dieser Kapsel anzuzapfen. Aber irgendetwas scheint sie daran zu hindern. Ist das noch Technologie der alten Welt? Ich weiß es nicht, aber es sieht ganz so aus, als wäre sie so eine Art blinder Fleck für Cassandra. Egal, was Cassandra mit dieser Kapsel versucht, sie kann sie nicht kontrollieren. Und es ist mit der Zentralrechnerzelle verbunden. Das wäre ein direkter Draht zu den Synapsen des Formers. Dieses Ding da, könnte es dazu benutzt werden, Cassandra zu belauschen, ohne dass sie es merkt? Nicht nur das. Ich glaube, man könnte sogar einen direkten Zugang zu ihrer eigentlichen Identität herstellen. Wenn wir Glück haben, dann kriegt man damit vielleicht sogar Zugang zu ihren Steuerungsalgorithmen. Dazu müsste ich allerdings hineinsteigen und meinen Geist mit dieser Maschine verbinden. Wie können wir uns sicher sein, dass deine Theorie zutrifft? Ich war nicht faul, während du weg warst, Vater. Es ist nicht das erste Mal, dass ich an solchen Dingern herumschraube. Die Kleriker hatten genug von diesem Zeug da rumstehen. Bei ihnen habe ich ziemlich schnell gelernt, wie man damit umgeht. Ich meine, das sollte ich doch auch. Darum hast du mich doch zu ihnen geschickt. Du bist etwas Besonderes, das... Vertrau mir, Vater. Ich weiß, was ich tue. Warum lässt Cassandra diese Kapsel da nicht einfach zerstören, wenn sie sie nicht kontrollieren kann? Diese Kapsel bietet der künstlichen Intelligenz die Möglichkeit, einen Menschen mit ihren Synapsen zu verbinden. So etwas wirft sie doch nicht einfach weg, wenn es nicht richtig funktioniert. Sie wird es reparieren wollen. Ich denke, genau das ist es, was Cassandra die ganze Zeit versucht. Du willst da einsteigen? Das werde ich nicht zulassen. Och. Vater, stell dir doch mal vor, ich habe recht. Dann könnten... Dein Leben ist zu wichtig. Ich habe die ganze Zeit nach einem... Da ist die Gelegenheit und... Es ist einfach zu... Zu gefährlich? Warum gerade du? Niemand hört die Stimme, Verdammt! Nein! Die Eins... Habe ich keine Chance? Vater, bitte! Okay. Danke, Vater. Ich werde dich nicht enttäuschen. Oh. Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich versuchen, deine Drohne zu kontaktieren. Also, wenn du ab jetzt mit mir sprechen willst, musst du mit Crony reden. Dann mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Oh, das Kind schaut so beschissen aus. Ja. Wirf es rein, Jax. Das wichtigste Kind im Spiel und es schaut am schlechtesten aus. Und dann diese Weste. Schütt das rein zuerst. Die Frisur klitscht. Oh, so dramatisch die Zähne. Sorry, wenn ich es vermassel. Ich weine gleich. Hm. Merkwürdig. Oh. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Schön da bleiben und auf das Kind aufpassen, Aska. Dem Himmel sei Dank. Was? Ich hätte mir niemals verziehen, wenn Dex etwas zugestoßen wäre. Pass ab jetzt einfach besser auf. Was? Ja, das mache ich. Ich werde tun, was ich kann. Was? Was für Zähler gibt das? Ich werde in Zukunft besser Acht geben. Ja. Bleib hier, schön hier bleiben, schön aufpassen auf das Kind. Dex, kannst du mich hören? Dex sagt, laut und deutlich, Vater, aber irgendwie hörst du dich so besorgt an.
Hast du mir etwa nicht zugetraut, dass ich es hinkriege? Das ist er. Das klingt nach meinem Sohn. Es funktioniert also tatsächlich. Wie geht es dir da drin? Deck sagt, es ist etwas ungewohnt, weil ich meinen Körper nicht spüre. Aber es ist faszinierend. Du glaubst ja gar nicht, was ich hier im Cyberspace alles sehen kann. Es ist einfach überwältigend. Was ist mit Cassandra? Deck sagt, sie hat sich abgewandt und es aufgegeben, die Kapsel anzuzapfen, in der ich stecke. Deck sagt, aber wer weiß, vielleicht versucht sie es später noch einmal. Lass dich nicht erwischen. Deck sagt, okay, ich muss mich aber jetzt hier weiter mit den Schaltkreisen und Algorithmen von Alphara beschäftigen. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Aber Alphara ist ja auch nicht unser Ziel, nicht wahr? Ich muss herausfinden, wie ich an Cassandra herankomme. Sei besser vorsichtig, dass sie dir nicht das Gehirn röstet. Deck sagt, hahaha, das ist lustig. Oh, fuck. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Stand by. Also weil ich eins von Mass Effect 3 und diesem Spiel jetzt gelernt habe, hört auf, hinterher diese wichtige Rolle zu stecken. Lass einfach Crowdy die Rolle übernehmen, den Roboter. Oh Gott, das Mass Effect 3 Ending. All over again. Zu viele Vergleichssachen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Analysiere. Was mache ich jetzt? Was sagt die Mission? Verschwinde ich jetzt? Was ist hier los? Was ist hier los? Verdammt nochmal. Was? Geduld haben. Geduld muss ich haben. Oh, ich schlafe einfach einmal. Und dann schaue ich, ob was passiert ist hier, das Sinn ergibt. Geduld muss ich haben. Commander, eine Nachricht von Dex. Soll ich sie übermitteln? Ja, unbedingt. Was sagt er? Übermittle Daten. Bitte warten. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Ach verdammt, Cassandra versucht schon wieder, dich zu übernehmen. So langsam wird das lästig. Überschreibe Datenprotokoll. Gute Idee, mein Freund. Mach deine Sicherungsbolzen wieder ran. Ich fürchte, so langsam kann Cassandra uns gefährlich werden. Sie wird immer dreister. Bist du dir sicher, dass es Dex war, der versucht hat, dich zu kontaktieren? Wahrscheinlichkeit für Identität der Datenübertragung? Dex, 95,3%. Dex wurde gehackt. Dann war er's. Hoffentlich hat Cassandra ihn noch nicht überwältigt. Hast du irgendetwas aus den Daten lesen können, das uns weiterbringt? Dex plant, Cassandra zu übernehmen. Dazu braucht er Hilfe. Ich könnte ihn unterstützen. Wir müssen Cassandras Sicherheitssystem überwinden. Wir brauchen einen von Cassandras externen Knotenpunkten, der von ihr stark frequentiert und trotzdem noch als unbedenklich klassifiziert wird. Dex Vorschlag ist der Biotransformator in der Nähe von Alphara. Hoher Datendurchsatz, niedrige Sicherheitsstufe. Gut. Dann besser wir beeilen uns damit. Was soll's? Oh Mann. Was für ein Wahnsinn. Geht's dir gut? Ja, geht schon. Komm mit. Ihr seid doch schon
Okay. Ich schätze, das wird noch eine Stunde dauern. Oh, ist ja zum Kotzen. Wie weit sind wir schon drinnen? Ach, gehen wir doch weiter. Machen wir die Stunde voll. Schauen wir, was hier abgeht. Das Battle von Marco war ziemlich enttäuschend. Oh, das hätte nicht sein müssen. Oh Gott. Rony. Rony hat einen Downgrade bekommen, mit dem mein Sohn in ihn reingeschlüpft ist. Ein fettes Downgrade. Komm schon her, Kleiner. Hack das Ding. Hier ist Cassandras externer Knotenpunkt. Klassifizierung immer noch unbedenklich. Okay, dann macht jetzt euer Cyberspace-Kung-Fu. Dex wird sicher schon auf dich warten. Ich behalte so lange die Umgebung im Auge, falls Cassandra wieder ihre Schergen schickt. Positiv. Registriere feindliche Übernahme. Sicherheitsprotokoll gestartet. Halte Position. Örtliche Kuratoren werden dich Fehler. Rony? Bootsequenz eingeleitet. Lade neue Identität. Algorithmus bestätigt. Bootsequenz abgeschlossen. Nein. Dex? Bist du das? Ja, Vater. Ich bin es. Cassandra infiltriert. Okay. Übernahme vollständig. Hat es funktioniert? Dex? Kannst du mich hören? Wie geht es dir? Dex sagt, alles gut. Ich habe nur noch ein paar Dinge zu erledigen. Probleme mit Cassandras Sicherungsbolzen, würdest du es nennen, Vater. Dann ist Cassandra jetzt unter deiner Kontrolle? Kontrolleinheit 0 eliminiert. Dex sagt, das Bewusstsein von Cassandra ist gelöscht. Allerdings ist hier gerade ein ganz schönes Chaos. Okay, das hört sich aber alles schon mal ganz gut an. Dann können wir uns ja bald der Pforte des Hauptformers widmen. Dex sagt, Cassandra hat vor ihrer Löschung noch einige Viren und Sicherheitsprotokolle gestartet. Die muss ich jetzt erst einmal alle wieder einsammeln und deaktivieren. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich habe hier strategische Befehle der Skyans und Aufzeichnungen ihrer Truppenbewegungen der letzten 2 Tage. Die Skyans haben einen Großteil ihrer Streitkräfte in Marakor aufmarschieren lassen. Kümmert euch erst einmal um die Invasoren. Uns nützt kein lahmgelegter Hauptformer, wenn das Hauptheer der Skyans unser aller Zuhause zerstört. Ah, sieht so aus, als wirst du irgendwann mal ein gut... Dex sagt, ich hoffe, dass ich es nicht mehr muss. Ich melde mich wieder, wenn... Ende der Übertragung. Wir sind soweit. Wir können jetzt die Pforte des Hauptformers öffnen. Dex wird das Signal senden, wenn wir vor dem Eingang des Hauptformers stehen. Positiv. Was ist das? Sei vorsichtig, kleiner Mann. Müssen wir jetzt wieder die... Vardex Beweggründe für seine Taten hatten offenbar mit seiner Angst vor dem kalten Elix-Entzug zu tun. Schwer zu glauben, wenn man ihn früher erlebt hat, als Commander am Hofe des Eispalastes. Was redest du da? Was? Oh Gott. Was haben sie da zum Schluss gemacht? Bin kein Fan. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle Verstärkung anzufordern. Oh. Wenn sie Rony mit Dex dann übernehmen, das heißt Dex seine Stimme und seine Persönlichkeit, Ronys Persönlichkeit und Stimme übernehmen, dann bin ich mal richtig angezipft. Er hat den getwittert.
Das nicht. Vielleicht lassen sie uns jetzt rein. Oh, war das unnötig. War das unnötig. 20 Minuten umgehen. Unnötiges. Ich weiß gar nicht, wie das nennen sollte. Herumgeschicke und Storypunkte, die sich nicht wirklich auszahlen. Es wäre doch so viel einfacher und besser gewesen, wenn Crony einfach hackt. Tjalk ist den ganzen Weg hier rauf umsonst gegangen. Ich muss hier nochmal den ganzen Weg rauf. Umsonst gehen. Ich kann jetzt nochmal hier rein. Und werde sowieso nur durchfliegen. Und den Kampf ignorieren. Let me in! Let me in! Gut, mein Kleiner. Jetzt mach schnell. Dex, bist du da? Oh Gott. Ja, Vater. Schnell, mach das Tor auf. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Es geht nicht. Irgendetwas lässt mich nicht durch. Aber du hast doch Cassandras Schaltkreise übernommen. Ja, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Och Mann, verdammt nochmal, was machen wir jetzt? Es gibt noch eine Möglichkeit. Aber die wird dir nicht gefallen, Vater. Was? Was redest du da? Ich werde das ganze System runterfahren. Nein, du wirst dich damit nur selbst eliminieren. Tu es. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Ich muss es tun. Tu es. Nein, Dex! Geh und rette die Menschen von Magalan, Vater. Die Skyans dürfen nicht gewinnen. Tu das nicht, bitte. Tu es. Sag Mutter, ich... Nichts. Ich... Dex! Let me in! Let me in! Oh. Let me in! Keine Sorge, Jax, wir machen einfach ein neues Kind. Dann Crony nicht stirbt. Oder Falk. Ah, oh, rein da. Der Zentralrechner Cassandra wurde deaktiviert. Der Weg in den Hauptformer ist frei. Gute Arbeit, Crony. Alles alleine gemacht. Was mit dem Kind hätten wir uns sparen können. Scheiße. Kopfweh. Scheiße. Ja, ignoriere einfach mal. Dex! Er ist tot, Jax. Einfach weitermachen. Mein Sohn, ich werde dafür sorgen, dass dein Opfer nicht umsonst gewesen ist. Mhm. Und ich werde mich da schön durchkämpfen. Ha, 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 ha. Schaut gleich aus wie die anderen Hauptformer. Der große Plan der Skyans. So langsam komme ich der Sache näher. Einfach durchrennen. Die Skyans haben Angst. Sie haben Angst vor der totalen Vernichtung durch die Singularität. Das ist es, was sie antreibt. Oh. Nein, ich hab keinen. Einst waren sie Menschen, bis sie angefangen haben, Gott zu spielen, was sie unsterblich machen sollte. Nur Plasmazellen. Das zahlt sich nicht aus. Aus hier. Oh
Heute sind sie nur noch Kreaturen, die nicht mehr aufhören können, ihre verabscheuungswürdigen Experimente voranzutreiben. Oh, sonst noch was zu sagen? Wer weiß, was mich am Ende des Weges erwartet. Nur ein weiteres Scheusal oder wirklich eine neue Evolutionsstufe des Menschen? Ich werde es herausfinden. Auf jeden Fall riesig hier drin. Und wir drehen uns schon im Kreis. Verdammt. Ich kann eine Mission auswählen, dass ich weiß, wo ich hin muss. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Da waren wir schon überall. Ja, ich gehe gerade wieder raus. Cool, cool. Ach Mist. Schön Labyrinth gemacht hier drin. In diese Richtung. Ah ja, das ist die Stiege. Die ist die richtige Entscheidung. So viele Jahre. Und jetzt nur noch ein Haufen altes Metall und Leiterplatinen. Bist du noch irgendwo da drin? Was wird da rausgezögert? Muss ich irgendwas drücken? Warte mal, war das nur eine Nebenmission gerade wieder? Oh, anscheinend. Verdammt. Dann muss ich anscheinend in den anderen Raum. Geht schon, Commander. Zeit weiter durchzufliegen durch diese Basis. Hey, Commander Jax. Hier entlang, ja. Haben wir hier Fights? Das hier ist offenbar das Allerheiligste der Skyans. Wenn wirklich ein Plan existiert, der die Singularität stoppen könnte, dann werde ich hier jemanden finden, der ihn kennt. Oh, hier ist er ja schon. Halb. Ist dir eigentlich klar, was du angerichtet hast, Mensch? Du nennst mich Mensch? Ziemlich anmaßend für einen alten Wissenschaftler, der es wagt, Gott zu spielen. Was ist es für dich? Ein Spiel? Ich kann dir versichern, das ist es nicht. Es ist bitterer Ernst, was uns in Kürze widerfahren wird. Du redest von dieser Erscheinung im All, die ihr Wahnsinnigen angezapft habt und jetzt unsere Welt zu zerstören droht. Du weißt gar nichts, Mensch. Du hast keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Singularität ist kein Himmelskörper, der einfach nur mit uns zusammenprallt und alles in Schutt und Asche legt, wie der Meteorit. Sie wird diese Welt in sich aufnehmen und die Gesetze von Materie, Raum und Zeit völlig verändern. Das klingt doch interessant.
Ihr vernichtet unsere Welt. Nicht vernichten. Wir wandeln sie. Das ist für die Menschen da draußen dasselbe. Das Opfer, das die Menschen bringen müssen, ist leider eine Notwendigkeit. Wenn die Singularität hier eintrifft, müssen wir maximal darauf vorbereitet sein. Eine Abweichung von unserem Plan wird fatale Folgen für uns haben. Ihr wollt überleben. Alles, was ihr je getan habt, lässt sich darauf zurückführen. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Tier in uns ist schon zu sehr gewachsen. Alle Abweichungen von unserem Ideal werden uns nur noch weiter in die Evolutionsfalle stürzen lassen. Ihr entwickelt euch zurück. Das ist es, was ihr fürchtet. Ist es nicht so? Ihr seid so hoch entwickelt, dass ihr an einem Wendepunkt angelangt seid. Und jetzt fürchtet ihr, von eurem hohen Thron zu stürzen. Einer der Gründe für euer reptilienartiges Aussehen. Reine Gedankenspiele ohne wirkliche Relevanz. Du bist also die Speerspitze der menschlichen Evolution? Du hast doch selbst keine Ahnung, was bei einem Zusammenstoß mit dem Ding genau passiert. Wir sind viele. Und wir sind nur zu einem Zweck erschaffen worden. Dieser Veränderliche, der vor dir steht, ist ein Elementar des neuen Elex. Es ist lediglich das Erste, das die Singularität noch vor der Konjunktion kontrollieren wird. Das ist es, was sein wird. Das ist es, was ich bin. Sie wollen dich da hochschießen und du sollst das Ding irgendwie ablenken? Ein Elementar lenkt nicht nur, er kontrolliert. Ich bin jetzt ein Veränderlicher. Ich kann mich an jedwede Lebensbedingung anpassen. Ich werde die Singularität beherrschen und ihre Kraft in mich aufnehmen. Ich werde die Lebensbedingungen auf diesem Planeten erzeugen, die diejenigen wandelt, die ihrer würdig sind. Es besteht also eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen die Singularität überleben? Sie ist voller schöpferischer Energie und trotzdem von so hohem Zerstörungspotenzial. Es ist ungewiss, in welche Richtung sie sich wendet, wenn sie sich unkontrolliert mit uns vereint. Sollte jemand von euch diese Konjunktion tatsächlich überleben, wird es ein Leben ohne Regeln sein. Eine Existenz jenseits deiner Vorstellungskraft. Ein Elementar? Ich hörte davon. Jedoch ist mir noch nicht ganz klar, was es bedeutet. Du bist die zweite Anomalie. Gerade du solltest es wissen. Deine Urform und sein Ableger teilen sich das Privileg, Elementare des ersten Elex-Derivats zu sein. Wenn sich deine Fähigkeiten noch nicht signifikant entfaltet haben, nun, dann hat die Urform offenbar dafür gesorgt, dass es so ist. Du willst mir damit sagen, Dawkins hat mir so eine Art Sicherungsbolzen eingebaut? Ziemlich sicher sogar. Die Macht zu teilen, ist eben für manche keine Option. Ich nehme an, es handelt sich um einen speziellen DNA-Schlüssel, der dafür sorgt, dass deine Gaben als Elementar des ersten Elex beschränkt bleiben. Du meinst damit, Dawkins hat mich klein gehalten, damit ich ihm nicht über den Kopf wachse? Das würde aber bedeuten, dass Dawkins selbst mindestens eine dieser Gaben hat. Ich frage mich, warum er außer seiner Unsterblichkeit keine weitere Gabe jemals gänzlich ausgespielt hat. Das setzt voraus, dass du Dawkins Gaben kennst. Ist dem so? Ich habe ihn nie gefragt. Ich weiß, dass eine meiner Gaben die Willensstärke ist. Aber bei Dawkins? Wir werden dieses Geheimnis euren Körpern in einer unserer Forschungszellen schon noch entreißen. Genug davon. Ich habe meine Aufgabe zu erledigen. Und du stehst mir dabei im Weg. Du hast eine Menge bewegt,
und uns viele Probleme bereitet. Doch deine Zeit ist jetzt vorbei. Ich hatte schon ganz andere Gegner. Deine Drohungen lassen mich kalt. Ist das so? Dann wirst du gleich sehen, was meine Gaben vermögen, kleiner Mensch. Shotgun to the face. Mal ein guter Bosskampf, bitte. Krieg ich einen Bosskampf oder wird das was ganz eigenes? Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Shotgun to the face. Das ist ein Blizzard rein. Bosskampf, alright. Und er spammt Attacken. Bis up to the face. Den letzten Thronsaal ein bisschen besser gestalten kann, ein bisschen anders als die anderen. Das wäre noch Glas gewesen. Aber das Geheimnis bei dem wird auf Distanz sein. Nicht auf Distanz spielen. Was ist denn am Leben? Habe ich die Taktik. Platz zum rückwärts laufen. Rückwärts laufen das Spiel. Er geht ab, 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 ab. Running circles. Tränke, 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 Tränke. Shotgun. Das war's. Und ich fürchte, er wird nicht der Letzte gewesen sein. Die Skyans haben diese neue Spezies nicht nur der Singularität wegen gezüchtet. Die Veränderlichen sind ihre neue Waffe, die alle in die Knie zwingen sollen. Was? Einfach raus teleportieren oder was? Wenn wir es. Ne, es geht nicht. Schauen wir, was Crony sagt. Ich glaube, der hat gerade einen anderen Fight hier. Nein? Okay. Menschen. Menschen vergessen schnell.
Wie lange wird es dauern, bis sich niemand mehr an all das hier erinnern wird? Der Krieg, die Invasion, der Kampf gegen Wandlung und Vernichtung. Die Kämpfe um einfache Ressourcen und territoriale Besitzansprüche werden sich verändern. An ihre Stelle tritt etwas gänzlich Neues. Eine Ära der Verwirrung, der Wandlung und der Übermenschen, die Veränderlichen. Das Streben nach der nächsten Evolutionsstufe und Anpassungsfähigkeit, es wird uns alle beherrschen. Ein Kampf um das Privileg, Elementar des Elex zu werden, wird entfesselt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ihn verliert, bleibt auf der Strecke und wird im Sog der Erneuerung untergehen. Die Skyans und das Elex waren nur die ersten Vorboten dessen, was Magallan in den nächsten Jahren drohen wird. Eine göttliche Macht, die ihre Klauen nach unserer Welt ausstreckt und die bald kein Mensch dieser Welt ignorieren kann. Etwas Neues hat begonnen. Ein Zeitalter der Veränderung. Die Herrschaft der Singularität. Hey, wir sind durch. Doch die Zeit für die Menschheit läuft ab. Und ich bin, soweit es mir bekannt ist, der Mensch mit der größten Willenskraft Magallans. Darum werde ich auch der Entscheider sein, welches Schicksal Magallan ereilen wird. Ich muss da rausgehen und mich den Konsequenzen meiner Handlungen stellen. Ich muss mit den Menschen sprechen und sicher gehen, dass sie das Richtige tun, wenn die Singularität eintrifft. Erst Kalan, dann der Rest aller Recheneinheiten Magallans. Ein leiser, aber sehr effektiver Angriff auf unsere Systeme. Ein teuflischer Plan einer emotionslosen Maschine. Fast wäre Cassandra damit durchgekommen. Ich habe einen unendlich Fliegenglitch gefunden. Ah, vielleicht bin ich jetzt einfach Superman. Ich habe die Macht, über die ganze Welt zu fliegen. Und keiner wird mich davon abhalten. Verdammt, ist die Musik gerade laut. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das wirklich dazu gehört. Wahrscheinlich nicht. Ich bin schon ziemlich hoch oben. Kann ich ein bisschen weiter runterfliegen? Hier haben wir das Depot. Also dann fliegen wir mal zur Burg zurück. Kann ich aufhören? Hoffe, ich kann aufhören. Dann fliegen wir ein bisschen niedriger. So. Besser, besser. Und die epische Musik ist auch vorbei. Ah, zurück zur Burg. Was für ein schönes Ende, wo ich durch die Map fliegen kann wie Superman. Also, es wird wahrscheinlich einen Teil 3 geben. Das steht schon mal ziemlich fest. Mit Singularität. Ich hoffe, dass da hier ein bisschen das Spiel verändert. Ein bisschen umgestaltet alles. Warum sehe ich gerade nichts? Ziemlich blau hier. Okay. Ziemlich extrem blau hier. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung fliege. Da ist die Kuppel. Das sind die Kleriker. Das sind die Kleriker. Machen wir hier mal einen Halt. Schauen, ob irgendwer was zum Sagen hat. Ich hoffe, dass die Singularität ein bisschen Chaos verursacht. Das eine dunkle Kapitel der Menschheit endete und ein neues beginnt. Ja. Und das schneller als den meisten lieb ist. Wir Kleriker sind jetzt mehr als gefragt, Jax. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Wenn wir uns retten wollen, dann werden wir uns noch mehr ins Zeug legen müssen. Die Menschheit allein wird nicht reichen. Was ist der Mensch, wenn sein Lebensraum zugrunde geht? Ja, du hast recht. Wir werden umdenken müssen.
Das eine Übel ist vorbei, da steht schon das nächste Problem vor unseren Toren. Die Sonderlinge und Verlorenen dieser Welt fangen an, Magalan zu bevölkern. Eine bizarre Wendung. Möge der Schöpfer uns schützen. Erfahrung. Noch eine Stufe. Sehr interessant. War das eine Mission noch? Oh, achso. Epilog ist mit jedem reden anscheinend. Ich hörte, du warst in Marakor? Im Hauptformer der Skyans? Und wenn es so wäre? Dann solltest du mir gefälligst davon berichten. Ich als dein Vorgesetzter habe ein Anrecht darauf. Übertreib jetzt mal nicht. Ja. Nun, ich bin ungeheuer neugierig. Was hast du gesehen? Sind wir die Skyans jetzt los? Sie hatten bei ihrer Ankunft eine große Maschinerie in Gang gesetzt. Es wird noch dauern, bis sie gänzlich zum Erliegen kommt. Aber sie wird. Wir sollten uns jetzt wichtigeren Dingen zuwenden. Das sind gute, aber auch beunruhigende Nachrichten. Was ist, wenn die Skyans wieder erstarken? Sie sitzen auf diesem Planeten fest. Sie sollten sich genau wie alle anderen um den Erhalt unserer Welt bemühen. Das ist richtig. Aus dir spricht ein wahrer Menschenfreund. Allerdings, eine Sache dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Berserker-Mana-Wässerchen. Schau mal raus. Die Sonderlinge, die durch dieses Zeug entstanden sind, kommen mittlerweile bis vor unsere Burg. Aber okay. Ich bin wahrscheinlich schon zu lange an diesem Ort, um die Dinge klar zu sehen. Ich sollte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Wir leben noch. Und solange das so ist, habe ich meinen Dienst zu erledigen. Wir machen einfach eine Epilogfolge mit allen Besprechungen zum Schluss. Hier mal. Peace out.